Yo, Freunde, was geht ab? Heute werden wir mal wieder einen Speedtest mit dem Limitless machen. Es nieselt gerade so ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht gleich anfangen zu regnen. Das wäre auf jeden Fall wirklich sehr kacke. Wir sind heute nicht auf dem Flugplatz, denn das ging ja letztes Mal ziemlich schief. Wir sind heute auf unserer guten alten Landstraße. Die ist auf jeden Fall eben richtig schön glatt. Wir haben aber nicht nur den Limitless mit dabei, sondern auch den kleinen VL Toys. Den haben wir auch noch nicht komplett ausgefahren. Dann haben wir noch den Hubao dabei. Den haben wir auch noch nicht komplett ausgefahren. Da hat letztes Mal das Ritzel gefehlt. Neues Ritzel haben wir bestellt, ist auch schon eingebaut. Und den Triton hier, den haben wir auch mitgenommen. Den haben wir ja auch noch nicht ausgefahren. Das war ja nicht möglich, weil er einfach immer abgehoben ist. Der war ja auch kaputt, der ist jetzt repariert, also der hat ja nur Hinterradantrieb und jedes Mal hat er ein Wheelie gemacht, wenn man etwas mehr Gas gegeben hat. Wie man sehen kann, hat Sabersus den jetzt etwas optimiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nicht mehr hochgehen wird, aber ich denke, wir haben jetzt bessere Chancen, mal Vollgas zu geben. Also der Plan für heute, neue Rekorde mit 4 Fahrzeugen aufstellen. Beginnen werden wir mit dem Triton, der ist glaube ich der langsamste von den 4. Danach wird der VL Toys dran sein, dann der Hubao, der ist schneller als der VL Toys und dann der Limitless zum Schluss. Und ich hoffe, heute werden wir unseren persönlichen Rekord von 200 km/h noch einmal brechen. Der ist übrigens jetzt auch wieder repariert, hat neue Räder drauf, die waren ein bisschen zerstört. Größeres Ritzel ist beim Limitless jetzt auch drauf, also der sollte locker über 200 fahren heute, wenn nichts schief gehen sollte. Oh nein, es fängt an zu regnen. Machen wir erstmal den Triton hier jetzt. Oh, er fährt sich schon besser, wie es aussieht. Und er kommt. Jawohl. Ist nicht hochgegangen. Das war auch schon Vollgas. Also zerbärst du seine Optimierung. Die hat definitiv was gebracht. Schauen wir mal aufs Tacho und das waren jetzt 85 km/h. Also laut Verpackung sollte er 90 fahren. Wenn wir noch einen besseren Akku reinmachen, wäre das auch, denke ich, möglich. Also mit 85 bin ich einverstanden, bin ich zufrieden. Warten wir erstmal, bis es aufgehört hat zu nieseln. So, wir haben abgewartet, Straße ist wieder trocken, kein Regen. Machen wir jetzt den VL Toys bereit. Damit sind wir letztes Mal, sind wir 117 gefahren? Yes! 117 km/h mit dem kleinen Ding. Und das war noch nicht mal Vollgas. Los geht's. Und er kommt. Wow. Für den kleinen VL Toys. Krass. Nicht schlecht. Das waren jetzt 119, fast 120. Jawohl. Wir machen jetzt noch ein. 120 sollten schon noch drin sein, komm 1 km/h. Aber selbst 119 ist absolut krank. Und zweiter Speedrun mit dem VL Toys. Er kommt. Ich hatte kurz Angst. Oh, 126. Was? Alter, hä? Ja, 7 km/h mehr, geil, Mann. War länger am Gas jetzt. Geil. Mega, 126 km/h. Diesmal war Zerbersus ein bisschen länger am Trigger. Also er baut noch ziemlich spät Geschwindigkeit auf. Also dauert ein bisschen, bis er seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Auf jeden Fall heftig. VL Toys ist für heute abgeschlossen. Jetzt als nächstes der dritte dran, der Hubao. Wie gesagt, neues Ritzel ist drin. Letztes Mal waren wir mit dem gar nicht so schnell, so Weißt du noch, wie schnell wir letztes Mal waren? Ich glaube 115, 14 so darum. Außerdem hat der Hubao jetzt noch andere Räder drauf. Die sind vom Durchmesser zwar etwas kleiner, aber besser für hohe Geschwindigkeiten gedacht. Dann hat Zerbersus hier auch noch andere Kabel dran gelötet. Also der Saft sollte besser fließen. Etwas tiefer gelegt noch und das Akkufach wurde vergrößert, damit der geile Akku von Shiner Hobbyline da reinpasst. Also, neuer Rekord damit werden wir auf jeden Fall knacken. Und hier ist halt noch das Rätsel, wie kann ich erwähnen. Neue Funke haben wir hier übrigens auch
pro Bau ist damit verbunden. Was bei der halt geil ist, die hat ein Display, wie ihr sehen könnt. Und mit wie vielen Autos kann man die insgesamt verbinden? Ich meine bis zu 10, ich weiß nicht genau. Ja, man kann die mit mehreren Autos verbinden, also wenn der richtige Empfänger natürlich verbaut ist. Und ansonsten sieht man hier auch Reichweite und sowas. Echt geil. Und sonst soll die Funke auch eine richtig gute Reichweite haben. Ne? Das ist so der Hauptgrund, warum wir die überhaupt gekauft haben. GoPro habe ich auch drauf gemacht. Dann haben wir einmal die Fahrerperspektive drauf. Und es geht los. Probau auf 6S. Alter, geil, wie die GoPro so blendet, ey. Ja, es war schon schnell. Das waren jetzt 135. Hat sich schneller angefühlt irgendwie. Ja, mit der GoPro halt drauf, ne? Ja, stimmt, GoPro. Machen wir jetzt ohne. Dazu kommt noch, dass der Akku jetzt ein bisschen aufgewärmt ist. Wenn der Akku aufgewärmt ist, dann gibt er ein bisschen besser Leistung ab, kriegt man auch noch mal ein paar km drauf. Ich glaube, das war auch so ein Grund beim WLTOYS, warum er beim zweiten Run schneller war als beim ersten. Und zweiter Speedrun, er kommt ohne GoPro. Wow, geil, so muss das sein. Zweiter Speedrun waren 138 km/h nur. Schade. Also 138 ist okay. Wir können auch ein größeres Ritzel da drauf klatschen. Das machen wir aber ein anderes Mal. Und außerdem, wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, der wird auf jeden Fall in Zukunft auch noch aufgebaut, getuned zu einem High-Speed-Auto. Bau ist fertig. Jetzt fehlt nur noch der Limitless. Letztes Mal 200 km/h, heute mal sehen. Aber ich denke, es wird ein neuer Rekord gleich aufgestellt. Wenn ihr in Zukunft solche Speedtests und neue Rekorde, neue Tuning-Projekte nicht verpassen möchtet, dann abonniert jetzt einfach kostenlos meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video erscheint. Limitless 6S kommt jetzt erstmal. Vielleicht können wir damit schon die 200 km/h knacken. Schaut euch das mal an, wie viel Strom da drauf ist, wenn man die aneinander steckt. Geil. Und den haben wir jetzt hier auch mit der neuen Funke verbunden. Also einfach umschalten und fertig. Boah, es geht los. Ich bin so aufgeregt. Junge, der durchbricht ja bald die Schallmauer. Oh. Nur 185? Das ist zu wenig. Das ist verdammt nochmal zu wenig. Vielleicht hat der Regler irgendwie einen Schlag abbekommen, als er so durch die Gegend geflogen ist. Echt keine Ahnung. Machen wir mal 8S rein und gucken, ob wir trotzdem 200 km/h knacken können. Der geilste Moment ist, wenn man ihn reinsteckt. Oh. Krass, Mann. Und es geht los. Oh ja. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat sich gar nicht so schnell angefühlt wie jetzt. Also nicht viel schneller als davor. Wow, 222. Wow. Heute läuft es gut, Freunde. Ich habe auch weiterhin ein gutes Gefühl. 222 km/h ist jetzt unser neuer persönlicher Rekord. Ist schon ziemlich heftig, aber ich denke, heute geht da noch ein bisschen was. Hier habe ich die originalen Räder, die Hoons. Die sind vom Durchmesser etwas größer, wie ihr ja wisst. Und ich denke mal, mit denen 2, 3, 4, 5 km/h noch zusätzlich drauf. Also gucken wir mal, was wir damit erreichen gleich. Aber Batterie ist jetzt ein bisschen leerer, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber einfach ausprobieren, dann werden wir es sehen. Ob die überhaupt halten? Ja, Mann. Ob die überhaupt halten? Dritter und letzter Run für heute auf 8S. Was habe ich gesagt?
Reifen ist geplatzt, oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Hier sind die Spuren seitlich gerutscht. Gucken wir als erstes mal, wie schnell das war. Ah. Nur 210. Ja. Schaut euch das an. Innen drin ist nichts rausgeflogen. Hat gut gehalten. Super auf jeden Fall. Hier könnt ihr sehen, wie der Reifen geplatzt ist. Also die sind wirklich nicht für schnelle Geschwindigkeiten geeignet. Schaut euch das mal an, wie der von innen aussieht. So ein Bändchen da. Auf jeden Fall ziemlich krass. Und das hat hier auch den Heckspoiler zerstört, wie man hier sehen kann. Also der ist hier unten abgerissen. Hier vorne die Front hat es auch erwischt. Hier voll das Loch drinnen, richtig mit der Nase aufgesetzt. Ansonsten fährt er noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Crash, der sah schlimmer aus als der Schaden jetzt so an. Ihr wisst, was ich meine, ey, komm. 222 km/h, neuer Rekord, mega geil. Das war's für heute. Folgt Zerberstus auf Instagram, der postet jeden Tag neue Bilder, ist wirklich sehr aktiv. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.